Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu LEGO City Undercover. Ihr wundert euch jetzt, warum wir vielleicht im Polizeipräsidium im Keller sind. Es liegt einfach daran, ich habe euch ja im vorletzten Part, glaube ich, gesagt, dass ich glaube ich weiß, woran es liegt, dass keine Verkleidungskabinen aktiv sind. Und das wollen wir jetzt mal nachgucken, ob ich dann richtig liege. Und zwar müssen wir dafür hier rein. Da waren wir nämlich nie drin gewesen, meiner Meinung nach. Weil irgendwie die Tür auch nicht offen war. Weil wenn wir hier drinnen sind, können wir uns nämlich eigene Outfits zusammenstellen aus allem, was wir haben. Das werde ich natürlich nicht machen, weil ich es sinnlos finde. Aber ist bestimmt cool. Und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so lange lädt. Ich habe nicht mal einen Ladebalken auf meinem Tablet. Dankeschön. So, hier kann man dann drauf treten und kann sich dann einfach irgendwas zusammenstellen. Aber wie gesagt, brauchen wir alles noch nicht. Da war ein goldener Stein drin, das wusste ich noch. Hier im Polizeibusheben gibt es noch jede Menge goldene Steine, aber die holen wir jetzt nicht, Leute. Ich will heute auf jeden Fall noch die nächste Mission machen. Und jetzt haben wir die Verkleidungskabine freigeschaltet. Ich sag's ja. Gut. Warum probierst du deine neue Verkleidung nicht gleich mal an? Heute Morgen haben wir in der Stadt Verkleidekabinen ausliefern lassen. Die Lieferanten haben sie aber nicht für uns aufgebaut. So, damit hatte ich da schon mal recht. So, bevor wir aber jetzt weitergehen, möchte ich kurz noch eine andere Sache schnell erledigen. Und zwar können wir nämlich jetzt hier hoch. Da gab es einen Superstein. Ups. Ich wollte eigentlich hier hin. Ah, da war auch nochmal ein goldener Stein. Denn jetzt können wir Fahrzeuge kaufen und wir können noch was anderes. Denn wir können hier hinten den Safe öffnen. Und dann ist da die Keycard drin. Und mit der Keycard kommen wir hoch. So. Links können wir noch nicht lang, da fehlt uns noch eine Fähigkeit zu. Aber rechts können wir lang. Hier war, glaube ich, auch nochmal ein goldener Stein. Jo. Haben wir jetzt nochmal ein paar goldene Steine geholt. Hier können wir rote Steine kaufen. Und wir haben ja einen roten Stein. Die haben wir bereits alle. Den aber nicht. Oh, der kostet 200.000. Aber das mache ich. Weil... Moment mal. Ach, die müssen wir auch noch kaufen. Ja gut, dann kaufe ich die auch noch. Das kostet jeweils 10.000. So, das seht ihr ja leider nicht, wenn ich irgendwas kaufe, aber das ist ein bisschen schade, aber ist leider so. Das kann ich aber gerade kurz schnell einschalten, weil auf Extras können wir jetzt Stats mal 2 einschalten. Das Blöde ist, ich muss daran denken, das jedes Mal einzuschalten, wenn ich einen neuen Part beginne, weil es ist nämlich so, dass sich das automatisch wieder ausschaltet, sobald man das Spiel beendet. Das heißt, du musst es immer wieder selbst anschalten. Und da muss ich dran denken. Aber mit Stats mal 2 kriegen wir jetzt erstmal schon mal ein bisschen mehr Kohle. Autos und Figuren werde ich dann erst kaufen, wenn es auch wirklich lohnenswert ist. Nicht, wenn wir jetzt gerade mal 3 freigeschaltet haben. Sondern wenn wir wirklich schon so, ja, 20 oder so haben. Es gibt ja, glaube ich, 200. Oder irgendwie sogar noch mehr. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns. So, ich hoffe, ich schaffe das noch, die Mission heute zu starten, aber sollte eigentlich. Hoffe ich mal zumindest. Weil das ist nämlich eine Mission, die finde ich leider gar nicht mal so cool. Und deshalb möchte ich die auch schnell hinter mir haben. Ach, Spiel, lade. Die Ladezeiten sind so lang. Dankeschön. So. Hö, wo ist mein Auto? Muss ich Stinker an der Mine ein paar Fragen stellen? Mit dem Zug komme ich schnell. Ja, ich... Ah, hö. Okay. Das stand aber gerade noch nicht da, oder? Ich bin ja nicht... Oder? Oder war ich einfach nur blind?
So, da steht auch schon der Zug. Halten wir mal kurz hier an. Hilfe! Alles klar. Dann mal auf zur Mine. Ja. Da wollen wir hin. Schön durchs Fenster reinspringen. Und eine Runde mit der Bahn fahren. Ah, das immer. Gut. So, da ist auch schon die Mine. Das können wir alles noch nicht. Blöd. Moin. Hey, du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Okay. Verstehe ich natürlich. Hier können wir aber noch irgendwas machen. Ja gut, wenn das gerade direkt neben mir ist, dann nehme ich das natürlich mit. Ein Ventil. Und mit diesem Ventil können wir ja, mich nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Natürlich fährt er mit dem Böllerwagen dann nach Hause. Ja gut, jetzt haben die alle Feierabend. Jetzt kommen wir rein. Auf zur nächsten Mission, Leute. Finstere Minen in der Mine. Badu. Das Wortspiel. Aber gut. Mal schauen, ob die alle wirklich so finster sind. So. Oh, das geht sogar eigentlich recht schnell vom Laden her. Ich müsste jetzt eigentlich schon vorbei sein. Jo. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst du nicht verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er! Puste ihn weg! Mit dem Dynamit! Oh. Was zum Kuckuck? Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal. Dynamit ist nicht zum Spielen da. Und du, zieh dir Schutzkleidung an. Aye, aye, Sir. Natürlich, mach mal sofort. So, los geht's. Pete, und hier haben wir direkt schon mal vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er ein Kostüm. Das weiß ich noch. Das habe ich damals elendig lang gesucht, ey. Obwohl das eigentlich so easy ist. Hat man jemals rausgefunden? Muss erstmal gucken, wo ich hin kann. Das kann ich noch nicht machen. So ein Mist aber auch. Kann ich auch noch nicht machen. Hab ich doch gleich am ersten Tag die ganze Anlage lahmgelegt. Da hat sich alles leckt's gerade ein bisschen, oder kommt das mir nur so vor? Ich meine, es hat gerade ein bisschen kurz geleckt, aber naja. So, das Einzige, wo ich rein kann, ist hier. Kann ich den Schalter behoben? Aha. Alright. Das geht alles soweit klar. Ob mir der Vorarbeiter wohl erlaubt, etwas Dynamit zu bauen? Um damit den Baumstumpf in meinem Garten zu entfernen. Mann! Der Typ, ich prall immer an dem Typen ab. So, dankeschön. Ah, das können wir noch nicht. Scheiße. Okay. Dann aber einmal hier rüber. Mein Soll schaffe ich diesen Monat locker und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. Bisschen Wellness. Kann man mal immer gemacht, ne? Warum eigentlich nicht? Das Gebäude, das Blackwell plant, das sah richtig toll aus. Aber da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. Nee, nee. So!
James McCain, der Bauarbeiter. Quatsch, Bauarbeiter, Bergarbeiter. So. Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Das wird ein echter Knaller. Jetzt können wir Dynamit benutzen, Leute. Und wir können Steine zerhauen. Und genauso wie die hier. Da haben wir das. Und das bringt mir was. Das bringt mir einen Dynamitautomat. Alright. So, ist sonst noch irgendwas hier? Hier kann man auch noch irgendwas aufbauen. Trampolin. Um da einfach nur schneller hochzukommen, oder was? Och Mann! Die Gleise sind noch nicht fertig! Und hier? Oh, ein Polizeimagenanteil! Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie. Das war natürlich sehr geil. Okay, dann holen wir uns. Ja, ich hol schon Dynamit. Weil man kann nämlich nur Silberblöcke mit Dynamit zerstören. Warum auch immer. Alles andere ist Dynamit immun. Können wir den Kran nicht benutzen? Danke! Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. Bitteschön. Dann können wir jetzt den Rest von der Gleise hier bauen. Das kannst du nicht haben. Ich brauch und dann können wir die Lore dahin schieben. Du hast die Gleise repariert. Beste Freunde. Bester Freund hier. Lore schieben? Oh ja. Dankeschön dafür. Wow, was für eine Explosion. Erst hat es voll Wups gemacht. Und ich so... Ah, der Typ, ey. Alright, wir können weiter. Easy. Ach, Jungs. Ihr seid doch Lappen. Was wollt ihr denn von mir? Ihr könnt doch nichts. Oh, gut. Gar nichts könnt ihr. Ich glaube, da will jemand verhindern, dass ich Stinker finde. So, da ist ein Dynamitautomat. Hier war sonst, glaube ich, kein gar nichts. Wenn ich mich richtig erinnere. Hier war sonst, glaube ich, wirklich überhaupt nichts. Das heißt, wir können eigentlich sofort zum Dynamit. Einmal bitte Dynamit. Vielen Dank. Ja, ich sollte vielleicht auch aus dem Radius rausgehen. Ups, okay. Verstanden. Keine Bohnen mehr. Also der Typ hat's überlebt. Ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Ja, ich glaube die Privatsphäre. Ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. 3, 2, 1. Spring, Chase! Doch, du warst bereit. Holy shit, holy shit, holy shit. Alright, alright. Nice, nice. Oh mein Gott. Ich hab's nicht berührt. Chase, du hast es nicht mal berührt. Alles gut, Junge. Als ob. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Was? Das hat mich aber nicht berührt. Wieso war das da überhaupt? Okay. Oh, Chase, aufpassen. Dankeschön. Alter, wie tief geht das denn? Wir müssen ja bald bei China wieder rauskommen. Wenn es bei Lego City China gibt. Ich bin froh, dass ich meinen Fallschirm heute eingepackt habe. Ein paar Ersatzhosen wären auch nicht schlecht gewesen. Natürlich hat man immer einen Fallschirm dabei. Ich trage auch immer einen. Auch wenn ich irgendwie mal zur Schule oder so muss, habe ich immer einen Fallschirm dabei. Ich meine, man weiß ja nie, ne? Alright, wir sind unten. Alles easy. Hey, moin! Du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt?
Nein. Ach, fuck off. Natürlich gibt's einen Aufzug. Ja, natürlich. Wäre aber nicht so cool. Auch wenn es da keine Musik drin gibt. So. Ach so. Ach Gott. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass ich das bin. Ich brauche noch eine Menge Steine, dachte, der bevor ich den Superbau benutzen kann. Ach Mann. Wir sollten schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. Bin ich ein Idiot, ey. Okay, was haben wir hier? Oh, etwas für den. Etwas zum Suchen. Düm, 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 düm. Okay, hier. Was haben wir denn hier? Ein Dynamit. Ah, um das kaputt zu machen. Mister, mit dem Nickerchen ist gleich vorbei. So, was haben wir hier drunter? Wow, der hat aber einen tiefen Schlaf. So, dann können wir das schon mal aufbauen. Kommen wir hier schon rein? Sieht so aus. Und da haben wir was drin? Einen Superstein. Das ist schön, den brauchen wir auch. Weil wir müssen jetzt Supersteine sammeln für den Superbau. Oh oh, okay. Das bedeutet Ärger. Ja. Und tschüss, runtergefallen. Au! Weg mit dir. Der eine da unten lebt auch noch. Aber der kann mich gerade mal. So, was haben wir hier? Ein Superstein. Ich wollte gerade schon sagen, Chase, ein bisschen kletter. Okay. Nächstes Mal, wenn ich eine Spritze. So, die können wir kaputt machen. Das kann ich euch gerade mal kurz zeigen. Das wird uns aber nichts bringen, weil wir nämlich noch nicht alle finden können. Jetzt muss ich eine Doppelschicht schieben. Deshalb wird es uns nichts bringen. So, dann habe ich da einen Superstein gerade gesehen. Sind wir bei 26.000. Ziehen wir kurz die Brücke runter. Bauen hier. Ah, nochmal so ein Gerät. Okay. Nein, falsch. Okay, da brauchen wir eine Fackel. Der Vorarbeiter wollte mich sicher nur veräppeln, als er sagte, dass es in der Mine spukt. Hat mich da was berührt? Nein, 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 nein. Chase. Oh, ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Aber der Chase hat's drauf. Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit. Nicht die Fackel wegwerfen, Chase. Soll ich das anzünden? Runter anzünden und Abstand halten. Uah. Da hat der Chase Spaß. So, hier hätten wir wieder eins. Aber wie gesagt, das bringt uns rein gar nichts. Aber ich mach's trotzdem mal. Hier die Vögel. Müssen wir auch befreien, aber das können wir auch noch nicht machen. Weil da kommen wir auch noch nicht an alle ran. Warum auch immer in der Mine Vögel eingesperrt werden. Und wo auch immer die hinfliegen würden, nachdem ich die befreit hätte. Weiß auch kein Mensch. Ich sollte vielleicht die Leiter auch normal nehmen. Chase? Dankeschön. So, dann einmal darüber. Den können wir auch mal befreien. Aber wie gesagt, da können wir eh noch nicht alle befreien. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. So, dann gibt es hier nochmal einen Superstein.
Okay, Leitern lieber normal gehen. Bevor ich hier irgendwas verkacke. Oh, ey, ich dachte gerade. Den ganzen Tag hau ich Steine und schleppe Felsen von A nach B. Da darf ich doch wohl abends mal die Füße hochlegen. Alright, damit haben wir alle. Dann können wir ja jetzt runtergehen. Und den Superbau bauen. Da entsteht immer noch der Gegner, was ich mal war. 22.000. Hey, gut gemacht, Mann. Aber kann es sein, dass wir sogar welche plus gemacht haben? Die Dinger sind nicht sicher. Auf keinen Fall. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Vielen Dank. Das wird schon werden. Pass mal auf. Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Oh! 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 Haha! Das sollte ihn aufhalten! Beine dran! Arme dran! Kopf dran! Immerhin bin ich noch in einem Stück! Ja, alles gut, Chase. Nichts passiert. Natürlich. Natürlich wirft er da Bomben runter. Wäre ja auch sonst so einfach. Oh, Entschuldigung, Chase. War nicht meine Absicht. Noch mehr Schurken. Ja, Kollege, bist ein bisschen spät runtergekommen. So, flieg schnell raus, damit ich hier mich noch schnell beeilen kann. Und den dann einfach mal runterwerfen kann. Ah ne, da muss ich hinten rum. Ah ja, ich sehe. Gut, dann einmal. Nein, Polizist, 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 Entschuldigung. So, jetzt haben wir auch hier ein kleines Problem. Eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Aua, 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 Chase! Oh, Chase, du Lappen. Was ist denn los? Bin ich aber Besseres von dir gewohnt. Okay, naja, immerhin hat's noch funktioniert. So, hier. Kurz den Weg freiräumen. Moin, Leute. Wie geht's euch? Oh, falsche Taste gedrückt. So, einmal den verhaften. Oh, beide gleichzeitig. Schön. Dann haben wir hier... hallo? Ah! Den Dynamitautomat. Und holen uns jetzt erstmal Dynamit. Und das Dynamit ballern wir hier unten rein. So, da können wir noch nicht hin. So, hier hätten wir noch einen Vogel. Aber man konnte doch schon alle Vögel holen. Aber dann alle Erzblöcke noch nicht. So. Dann müssen wir jetzt einmal hoch. Das links können wir noch nicht. Da wäre der letzte Erzblock gewesen. Denn wir können nicht mehr machen, sondern müssen jetzt nur noch hier rein. Und müssen das noch knacken. Und damit wäre die Mission geschafft. Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Lange nicht gesehen, McCain.
Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh, hey, hey, Jaulos! Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Dunby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht, aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia, du bist meinetwegen hier? Nein, er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia, ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Finstere Minen in der Mine. Weil Spiel freigeschaltet. Ich glaube, ich habe sogar zwei oder drei Stück. Zwei. Ja, gut. Dann Ross Wilding. Alles klar. Und wir sind sogar Lego City Held geworden, weil wir mal zwei Stats anhaben. Ja, ja. Kriegen dafür sogar zwei goldene Steine. Ja. Und können die Story fortsetzen. Und im nächsten Part geht es schon mit der nächsten Mission weiter. Weil da gibt es wieder eine große Mission für. So, mal kurz aber noch gucken, ob ich jetzt irgendwie noch einer anruft und sagt, ey, yo, hier, wie war's und so. Hast du ein bisschen gefeiert? Bisschen mit TNT gespielt, dann sage ich, yo. Und dann ist Eskalation ausgetreten und... Naja, passiert halt mal, ne? Mal gucken, vielleicht Honey oder... Oder Ellie. Oder Dumby. Kapitel 4, wenn es hart auf hart kommt. Ja, hey, war klar. Chase, was hast du in der Mine herausgefunden? Dass ich kein guter Kämpfer bin. Bitte? Rex war dort. Er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Puh, und was willst du jetzt machen? Schnurstracks zum örtlichen Dojo gehen und trainieren, damit ihm das nicht noch einmal gelingt. Okay, ich rufe Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Du willst ihn anrufen, obwohl... Wenn der sein Telefon verloren hat, dann kannst du den auch nicht anrufen. Mann. Aber egal. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet demnächst mal wieder ein. Das Dojo ist direkt um die Ecke. Wir müssen aber, glaube ich, sogar noch einen Superbau dafür machen. Also müssen wir noch ein paar Supersteine finden. Und das sehen wir im nächsten Part. Jo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.